Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Baufolge von Fallout 4. Ich glaube, ich habe es jetzt richtig gemacht. Ich hatte das neulich hier schon falsch verkabelt. Und jetzt gucke ich doch auch mal, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nein, nicht einloggen. So. Wir machen jetzt hier mal, verbinden wir das so. Ich hoffe, dass das... Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig mache. Jetzt muss ich kurz überlegen. Nein, das ist falsch. Das kann ich nicht so machen. Das kann ich nicht so machen. Geht schon wieder direkt gut los. Nein, das Kabel. Na, ich muss sie rausnehmen, das funktioniert so nicht. Das ist echt nicht einfach, das richtig zu machen. Aber jetzt muss es funktionieren. Was ist denn das jetzt für ein Zeug da? Was habe ich jetzt hier für Kabel? Von was kommen die denn jetzt? Nein. Nein. Ich krieg die Kabel so nicht zu fassen. Das ist doch jetzt irgendein Scheiß wieder. Habe ich die mit dem Boden verbunden oder was? Nee. Keine Ahnung. Sehr seltsam. Nein. Jetzt sind sie wieder mit dem verbunden. Was ist denn das? Na, hoffentlich funktioniert es jetzt. So, wir fangen mit dem hier an. So. Alle wieder einzeln verbinden. Und so ist da jetzt eine frei, ja. Also zur Not muss ich das Ganze halt noch breiter machen. Könnte wahrscheinlich sogar notwendig werden. Das sehe ich aber erst danach. Mm-hmm.
Muss ich auf jeden Fall breiter machen. Boah, und jetzt hier. Ah, nee, hier. Musst du. Dachte, jetzt könnte ich hier vielleicht noch einen sparen, aber ich muss da oben noch eins rübergehen, sonst sieht es dumm, batzenmäßig aus. Und jetzt habe ich schon das Problem. Heute, nee, habe ich nicht. Einmal daran. So. Yes. Was für ein Kabelsalat. Das soll ich noch durchblicken längerfristig, ja? Scheibenkleister. Okay. Aber wenn ich da erst einmal durchgeblickt habe mit dem Ganzen, da werde ich dann vielleicht so ein bisschen mehr mit dem Ganzen machen, und vielleicht, wenn ihr das wollt, also wenn ich das jetzt geblickt habe, wie das funktioniert, kann ich euch das auch mal im Detail erklären, wie ihr das macht. Das ist dann relativ einfach, könnt ihr mal einfach unter das Video schreiben, sofern das natürlich klappt jetzt. Der Platz reicht mir nur niemals aus. Nie, 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 nie. Das ist die Hölle, ich sag's euch. Heiliger Strohsack, warum benutze ich neuerdings immer so uralte Wörter? Okay, hier geht's weiter. Nein. Irgendwo ist jetzt der Wurm drin, habe ich das Gefühl. Aber hier, ja.
Ja, ich muss auf jeden Fall breiter werden. Scheiße. Hoffentlich habe ich das jetzt damit nicht verkackt. Ich mache mal 4 noch ran. So, dann wieder eins leer hier noch. Und dann geht es hier wieder weiter. Boah, da blick hier. Es ist unglaublich schwer, hier jetzt gerade noch durchzublicken, ich sag's euch. Nee, aber das passt. Passt, hier geht's weiter. Ja. Ich den doch noch vergessen, oder? Ja. Dann haben wir hier hoch alle, ja. Und dann hier. Hier wieder runter. Ich hab bestimmt irgendwo einen Fehler drin. Ich sehe es schon kommen. Muss noch eine Reihe machen. Und zwar so. Also das ist jetzt die Stunde der Wahrheit. Aber es funktioniert. Nur das habe ich vergessen. Scheiße, welches war denn das? Ich nehme das mal raus, damit ich es weiß.
Das ist 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 und 1 drunter. Das muss mit dem noch verkabelt werden. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 1 drunter. So. Es funktioniert! Ich bin gerade voll stolz auf mich. Aber ich muss, aber bauen wir oben drüber noch einmal, sonst sieht das, dass es ein bisschen mehr mittig ist, wenn schon das, das drunter nicht so ganz mittig ist. Wie ich mich gerade freue darüber. So, wir müssen aber die Farbe noch ändern. Wie machen wir es denn? Nein, nicht so. Muss ja da raus. Machen wir sie rot? Moment, das. Na, das geht ja so nicht. Mach so. Das ist auch so ein Murks jetzt, das hier so ein. Nein, jetzt bin ich eins drüber. Moment. Das könnte normal sein, oder? Yes! Yes! Juhu! So funktioniert das. Das Live hätte zwar noch ein bisschen mehr mittig sein können. Glaube, ich mache da auch noch die 5 ran. Ich kann das jetzt so nicht ertragen. Es ist so schön und dann doch nicht so perfekt, wie ich es gerne möchte. Moment, den kann ich schnell hier wegnehmen. Und ich pack den fast runtergefallen. Ich packe den hier jetzt so ran. Dann kommt dann hier eine neue Fusebox. Ich nehme die 100 oder. Schließ die hier an und nehme die hier weg. Das hat es jetzt hoffentlich nicht kaputt gemacht. Ne, es funktioniert auch alles. Das ist schön. So, wie viel hatte ich da drüben ran gemacht? Ich glaube, 5 Reihen waren es. Boah, ich sehe schon, ich sehe mich schon große Sachen bauen.
Mit Leuchtkästen, die dann animiert sind. Jetzt ist die Frage, ob das jetzt affig aussieht. Oder nicht. Warte mal, nee. Muss anders sein. Das Live ist jetzt mittig. Dafür aber das nicht mehr. War es vorher besser? Ja. Ich nehme mal ein paar weg, wie es dann aussieht. Nehmen wir mal zwei Reihen weg. Ja, ich glaube, so lasse ich's. So ist okay für mich. So, zum Glück gibt's hier keine Physik. Das muss ich halt, die hinteren Platten lasse ich halt jetzt hier mal so dran. Autsch. Diese ganzen verfluchten Leichen. Das ist so blöd. Ich will die jetzt nicht alle rausschaffen. Disable. So können die übrigens loswerden. Vor allem die großen Leichen halt, ne? Weil Todeskralle oder sowas bleibt halt dann liegen. Muss die Tür auch noch umbauen. Ich komme von innen immer nicht mehr raus, muss ich sie schnell rausnehmen und dann wieder abbrechen, so. Es sieht annehmbar aus. Nicht perfekt, aber annehmbar. Fürs erste Mal finde ich geil. Find ich gut. Also dafür werde ich mir auf jeden Fall noch neue Sachen ausdenken. Ich habe mir sowieso schon etliche Sachen überlegt, die ich den mit den Lichtern noch bauen kann. Vor allem für das andere Projekt, was ich da noch habe. So, kriege ich diese Plattform irgendwie gepackt. Denn irgendwie, der landet sowieso jetzt gerade nicht mehr auf der Landeplattform. Und wenn, dann würde ich das gern anders bauen. Gut, aber das Projekt ist jetzt erst einmal mit der Leuchttafel abgeschlossen. Das war extrem kompliziert mit diesen ganzen Kabeln, ihr habt es selber gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr das einmal genau erklärt haben wollt, wie ich das jetzt gemacht habe, dann schreibt es mir unten in die Kommentare und dann mache ich ein kurzes Tutorial dazu. Und ansonsten, wie immer, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!